Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Wir wollten in dieser Folge jetzt Neuromods neu verteilen. 4 Stück haben wir übrig und das machen wir jetzt auch. So. Ich würde ja wahnsinnig gerne die Reparatur 2 leveln. Hebelkraft 2 können wir auch sehr gut gebrauchen. Stoffwechselboost brauchen wir noch nicht. Mediziner 2, ja, klingt gut, aber noch nicht wirklich. Hacker 2 wäre praktisch. Aber ich würde ehrlich gesagt lieber reparieren jetzt leveln. Und so machen wir es jetzt auch. So. Gucken wir mal auf die Mappe. So, in der Werkstatt sind wir. Dr. Calvinos Werkstatt, da müssen wir hin. Vorführungsbühne waren wir. Foyer, da waren wir. Aus der Lobby kommen wir. Im Ballistiklabor waren wir noch nicht. Da würde ich auch gerne nochmal rein. Und da gehen wir jetzt am besten mal hin. Und das wäre, ist das hier? Ne, hier ist erst das Atrium. Ach, das Atrium, da waren wir auch noch nicht drin. Stimmt, da ist ein Phantom drin. Schrotflinte. Oh, natürlich. Und sofort kriegt man eine gefenstert hier. Alter, ist unglaublich. Ach doch, hier waren wir schon drin. Okay. Aber wie soll es auch anders sein? Jetzt müssen wir erstmal wieder was fratzen. Weil wir gerade eben eine gewischt gekriegt haben. Was habe ich jetzt gegessen? Weiß ich gar nicht. Irgendwas getrunken. Ich glaube, ich habe mich zugesoffen. So Mist. Gut. Sortieren. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir sind stockbesoffen. Toll. Hätte ich mal eher drauf achten sollen. So, was war da hinten? Da ist Calvinos Werkstatt. Aber da kommen wir noch nicht rein. Da fehlt noch die Schlüsselkarte. So. Entriegeln. Hier ist wieder die Sicherheitsstation. Wir waren irgendwie oben. Oh. Uiuiui. Da fängt es gleich wieder toll an. Kontrollpunkt zurücksetzen. Na, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht mal. Nein, nicht wieder hier durch. Ach, hast du ihn schon erledigt. Scanne Ziel, kein Alien-Material ja. Entdeckt. Dankeschön, dankeschön. So, waren wir hier eigentlich schon? Ich glaube auch noch nicht, oder? Okay, wenn die getarnt sind, dann kann die ein Geschütz nicht erkennen. Blub, 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 blub. Toll. Ah, Blümchen. Glück mal. Zack. Und da drüben sind noch welche. So viel Zeit muss sein.
wieder Zwergastern. So, hier war doch irgendwo noch so ein Phantom, dachte ich. Bourbon lässt sich noch zusuchen. Jawohl. Neue Schlüsselkarte, Personaleingang. Wo ist denn der Personaleingang jetzt hier wieder? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas drunter, wenn man die schon anheben kann? Ah, haben wir auch die Zigarren. Oh, da liegt auch noch was. Sonnengetrocknete Tomaten. Sehr schön. So, hier in der ersten Reihe ist bestimmt nichts drunter, weil hier alles in der Ecke rumliegt. Kräutermarken und Tomaten. Nochmal Trockentomaten. Kingsway Sekt. Okay. Dann haben wir hier nicht mehr. Können wir auch noch runter. Oh, der Zugangsschacht, das ist sehr schön. Na denn. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, können wir nicht. Oder? Ist da vielleicht irgendwas hinter? Nein. So, wer ist das? Randall Wood. Von dem haben wir auch schon was gelesen. Der hat es also auch nicht geschafft. So, mal wieder hier ein bisschen was Doppeltes mal wieder auseinandernehmen. Zerlegen. Ich überlege immer noch, ob ich diese Schrotflinte nicht langsam mal entsorge. Weil die hat dieselbe Statistik wie die hier oben. Kommt, die nehmen wir jetzt auseinander. Zerlegen. Ja. Was haben wir damit? Wir haben die. So. Ansonsten. Können wir auch so einen nochmal verwenden. Ansonsten war es das. Gut. Da können wir lang. Hier liegt auch noch irgendwas drin. Bäh. Ersatzteile, sehr schön. Okay. Also hier kommen wir so nicht weiter. Aber schön, dass man hier hochkommen kann. Okay. Ich vergesse auch regelmäßig, dass wir auch, überall raufklettern können. Aber ich versuche weiter dran zu denken. Aber das war's jetzt hier. Was soll ich denn damit dauern? Kiste hier haben. Gut. Gut, dann ist da nichts drin. Tja, Randall. Okay. Und hepp. Da können wir nichts. Auch nicht, hier auch nicht, hier auch nichts mehr. Okay. Das war dann der Kinosaal.
Hier ist sonst auch nichts. Ein paar kaputte Bilder. Poster. Naja. Alles kaputt hier. So. Und nun? Wir wollten, wo wollten wir hin? Da sind wir falsch. Wir wollten ins Ballistiklabor. Ach, das, da müssen wir oben ins Atrium. Genau, da war das. Da müssen wir wieder zurück. Und zwar hier rüber. So. Und App und zack. So. Wie schön. Da haben wir es ja. Siskak Unagi Rollen. Sehr lecker. Und Drinks. Tee und Kaffee. Sehr schön. Waffen-Upgrade. Oh, toll. Glukanone. Und Niki Tenna. Hat Bananenschalen und ein Reparaturkit für den Anzug dabei. Hat ja auch nicht viel geholfen. Oh. Voll? Schon? Schon wieder. Oje, oje, oje. Wir brauchen mal wieder einen Recycler. Unten stand einer irgendwo. Aber wo? Oder stand hier oben einer? Hier oben stand doch irgendwo einer. Oder stand der unten? Da. Hier irgendwo stand ein Recycler. Da müssen wir ganz schnell hinflitzen. Ach. Zentrale Energieversorgung. Ausgeschaltet. Kriegen wir als Wesen keine mehr gewischt. Na, Gott sei Dank. Oh, jetzt aber auch finster hier. Jetzt macht die Taschenlampe, die wir dabei haben, wesentlich mehr Sinn. Reparieren. Sehr schön. Können wir gleich die Energie wieder einschalten. Und schon flammt es hier nicht mehr. Das ist schön. Aber wo? Wo war denn jetzt der Recycler? Hier war er nicht. Da haben wir noch keine Schlüsselkarte. Hier unten war er. Genau hier. So. Ach hier. Glukanone haben wir auch schon wieder zwei. Achso, die müssen wir vom normalen Inventar machen. So. Glukanone. Menü und zerlegen. Nur sortieren. Recyceln. Und aussaugen. Sehr schön. So, wollen wir ganz schnell wieder hoch. Moment, lag da noch was? Nichts von Belang. Dahinter auch nicht. Okay. Da waren wir schon drin, da hinten. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Gas hier. Nach oben. Oh. Krankenstation.
Okay. Beantrage neuen Operator. Neuer Operator. Wie schön. Brauchen wir zwar gerade nicht, aber wer weiß, wann wir. Transfer Pyramid 490 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Ja, Entschuldigung. Noch eine Wartungsschleuse. Das ist ja toll. Mein Fehler. Ja, ja, nur deiner. Nur dein Fehler. Hm. So, ansonsten haben wir nichts. Okay, dann... Ach, geh doch mal aus dem Weg, Alter. Diese Roboter. Hahaha. Schon ein bisschen noch Glibber. Sehr schön. So, haben wir noch was übersehen? Nee, sieht nicht so aus. Boah, ist der laut. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ah. Hallo, kommen Sie wegen eines Tests? Nicht wirklich. Haben wir hier noch ausgefranste Kabel? Nehmen wir mit. Ansonsten oben können wir nirgends rein, wetten. Nee. 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 Dieser Operator. Oh. Oh. Gut, hier wollte ich zwar jetzt gar nicht hin, aber. Schön, dass wir es können. Wo kommen wir hier hin? Okay, zum Ende der Schläuche. Hm. So, hier haben wir nichts Neues. Wie kommen wir denn da hinten eigentlich drauf? Da werde ich es mal probieren, drauf zu kommen. Na, lustig. Ach, hier wäre auch noch einer gewesen. Gut. Mal gucken. So? Nee, so auch nicht. Schade. So. Na, nehmen wir mal Anlauf. Vielleicht haben wir jetzt einen Sprung. Super. Franklin, gut. COG-Antriebssystem, Ziel abgeschlossen. Hatten wir doch schon. Durchgebrannte Platine und zwei EMP-Ladungen. Sehr schön. Franklin, naja. Weiter hat es auch nicht geschafft. Storage? Da waren wir schon drin, ne? Ah, gucken wir noch mal rein. Aber hier waren wir schon. Ja, ich erinnere mich. Hier waren wir schon. So, Frage. Wie können wir jetzt Strahlung? Wie können wir Strahlung jetzt wegmachen? Wir haben jetzt kein Radiation Kit mehr, ne? Nee, haben wir nicht mehr. Hm. Das ist gerade sehr schade.
Aber welcher der Tanks ist nun defekt? Der kleine, der große, wahrscheinlich der kleine, sonst würde er nicht so im roten Ausrufezeichen leuchten. Können wir aber noch nicht machen. Ansonsten sind wir wieder total verstrahlt, habe ich ehrlich gesagt gerade keine Böcke drauf, an einer Strahlenkrankheit zu krepieren hier. Das brauche ich gerade nicht. Tja. Hebelkraft 3. Hebelkraft 3. Dann wären wir so oder so nicht dran gekommen. Oder? Kommen wir hier nicht irgendwie anders rein? Von oben vielleicht? Sehe ich auch keinen Zugang. Nee. Schade. Schade, schade. Okay. Dann... gucken wir hier nochmal in den Wagen. Ja, da ist noch was drin. Ist hier vielleicht auch noch was drin? Nein. Ach. Operator. 9, Operator. Ja. Was machst du denn Schönes? Transport Kobolds 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Ja. Lassen Sie mich das reparieren. Dankeschön. Reparatur abgeschlossen. Vielen, vielen Dank. Auch noch einer rum. Tja, aber sonst. Ach hier, den können wir jetzt reparieren. So, jetzt kannst du alle voll quatschen. Was ist denn das für ein Ding hier? Hm. Gut, wir wollten aber ganz woanders hin. Hallo, wo denn? Ach egal. Wo wollten wir denn hin? Nochmal in die Mappe gucken. Links rum. Ballistiklabor. Ja, genau, genau, genau. Ja, stimmt. Da wollten wir rein. Entriegeln. Vorsichtshalber. Sind die da drinnen gefangen? Ich hoffe ja. Ansonsten gibt es hier gleich Gehacktes. Ah, wie schön. Den können wir hacken. Und wetten dafür, finden wir den Code wieder irgendwo anders. X. Hui. Exotisches Material, synthetisches Material und mineralisches Material. Super. Hätten wir den eigentlich gehabt? Weiß ich gar nicht. Whiteboard. Mhm. Box, Crate, tralala, bla bla bla. Gut. Hier noch irgendwas? Nee. Unbekanntes Material von Amy Schmidt an Lily Morris. Lily, während meines Tests der Recycler-Anladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mit etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Einer lilafarbenen, fast organisch wirkenden Substanz. Vielleicht war das Ausgangsmaterial mit irgendwas kontaminiert? Ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll, also habe ich das unbekannte Material erstmal in den Tresor gelegt. Amy. Huch. Nee, so. Recyclerladung verplanen. Von Jürgen Thorstein an Lily Morris. Lily, wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktualisierten Fabrikatorplan für die Recyclerladung. Rein zufällig habe ich noch einen Plan in meinem Quartier. Erinnern Sie mich vor der nächsten Schicht daran, dann bringe ich ihn mit. Dr. Thorstein. Hm. Den haben wir den hier schon eingesammelt?
Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile schon so viel Krempel eingesammelt. Inventar quillt ja regelmäßig über hier. Hier gibt es auch immer so viel. Meine Güte. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte alles finden. Ich versuche auch alles zu finden. Dass ich auch was übersehe, das kann ich aber nicht ausschließen. Aber hier ist echt eine Menge. Ist da noch eine Tür hinter? Bestimmt. Egal. Was ist denn auf den Notiz? Für Lilly, der neue Code lautet 0437. Für den Tresor. Habe ich nicht gesagt, dass er hier bestimmt irgendwo rumliegt. Aber hier ist was hinter. Da ist doch bestimmt irgendwas dahinter. Hebelkraft 3. Haben wir aber noch nicht. Na, ihr. So. So, mal gucken. Zeitlerladung. Deployer. Oh, was steht denn hier? In Andenken an Rechter C. Tag des Vorfalls, 21. Oktober 2034. Angestellte Lily Morris. Beschreibung: Recyclerladung explodierte in Reichweite meines Fußes. Die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun feinsäuberlich zu dieser Kugel komprimiert, die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut auf. Lecker. Der C. Material. Yields. Hier ist nichts mehr hinter. Da auch nicht. Hier auch nicht. Okay, dann gucken wir hier erstmal rein. Ballistikkammer. Kammer verschlossen. Recycler oder MP-Ladung im Granatencontainer. Recyclerladung auslösen oder Kammer öffnen. Recyclerladung auslösen. Na, das ist doch mal schick. Und die Kammer öffnen. Wow. Das ist ja toll. Exotisches Material, mineralisch, synthetisch und organisch. Und das alles erforschen die hier an Bord einer Station. Ne. Hallo? Ach, jetzt ist es online. So. So. Und hat uns das was gebracht? Nein, hat es natürlich nicht. Ja, das war es jetzt schon hier drin, oder wie? Das war jetzt nicht so viel. Ich gucke noch mal ein bisschen an der Decke. Toll. Ja. Hier ist aber auch nichts. Da auch nicht. Sonst sehe ich hier auch nichts weiter. Da könnte was dahinter sein, aber das weiß ich nicht. Können wir auch noch nicht herausfinden, weil wir die Hebelkraft 3 noch nicht haben. Da könnte vielleicht so ein Zugang vielleicht dahinter sein. Aber weiß ich nicht. Können wir später vielleicht nochmal gucken, wenn wir dran denken. Und das hoffe ich. Ortskiste.
okay. Ja, war ja ganz nett hier, aber... Die hatten wir schon. Da kommen wir nicht rein. Noch nicht zumindest. Ja, gucken wir nochmal auf die Mappe. Ja. Moment, da hinten war ich aber noch nicht. Das ist gerade merkwürdig. Tür auf. Auf der Mappe. Ach so, hinter uns jetzt. Ja, nee, da kommen wir noch nicht rein. Alles gut.